Und ja, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity. Und Part Nummer 14. Ich wollte eigentlich das Ding hier oben einsammeln. Ach, da oben ist es. Ich zerhacke dich in 100 kleine Stücke, wenn du das unbedingt willst. Mach das. Wir haben eine Konkatin. Ich will. Oh, da sind die am Rumknutschen. Das geht doch nicht. Da sind die am Rumknutschen. Und das schon eine freie Pariser. Ui, 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 ui. Ich will den Turm hier haben. Ich weiß gar nicht, wie weit der ist. Und die Kiste da hinten. Nehmen wir direkt mit. Ich wüsste, wo die ist. Dann die wäre hier drin. Ich da reinkommen würde. Komme ich dann hier rein? Ach da. Und ja, ich weiß, es ist längere Zeit kein Assassin's Creed Unity nicht mehr gekommen, aber jetzt kommt es regelmäßig wieder. Hoffen wir zumindest. Und hier. Ich muss mich ja wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber da gewöhnt man sich ja leicht wieder dran. Oh, wir müssen da hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Hallöchen, ich muss euch nerven ein bisschen. Warte, die Kiste können wir direkt mitnehmen, wenn wir schon hier sind, hier unten. Hallo, ich bin der Foxy, ich möchte hier nur... Ja, ist ein anderes Bezirk, deswegen. Ich habe mal geguckt, was ich mit den roten Kisten mache und ich muss die Schloss da knacken, das ist ja so bescheiden. Ja, wo sind die Wachen denn? Nach hinten. Hallo, ich bin der Foxy, hallo, hallo. Tschüss. So. So, habe ich richtige Einstellungen dabei, Elgato? Ja, habe ich. Mann! Ah, das klappt sogar. Warum ging das gerade nicht? Hoch. Denn hoch, 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 hoch. Ich habe ein bisschen Kratz in der Hals, aber das müsste überleben. Ich muss das überleben. Und ja, es gab einen neuen Patch. 40 GB, ich habe gesagt, ne, ne. Und dann habe ich die Xbox nochmal neu gestartet, irgendwann nach einem Tag. So, war der Update weg, so, ey. Ich so, ja, super. So, wo ist denn die Mission? Da. Das Königreich der Bettler, okay. Schnellreise. Ja, ich möchte schnell reisen an diesen Ort. Wir machen da immer so ein bisschen zwischendurch, mal ein bisschen sammeln, vielleicht mal eine Folge oder so. Aber jetzt nicht jetzt so. Ich möchte aber später so ungefähr 100% machen. Versuche ich. Das heißt, dass es jetzt ein bisschen länger wird und das ist der Plan bislang. Es kann sein, dass ich aber mal keinen Bock mehr habe. Aber bei Assassin's Creed habe ich meistens immer alles gesammelt. Und ich hoffe, ich kriege meinen Uplay-Account wieder. Das ist ein bisschen gesperrt worden. Weil ich will Watch Dogs eigentlich weitermachen. Und ich kann Assassin's Creed 4 machen. Ist ein bisschen doof. Deswegen, ne, so ein bisschen Probleme. Und ich weiß gar nicht, was wir machen jetzt hier mit dem Bettler. Das sah auf der Karte gar nicht so weit aus. Jo, ich muss das spielen.
Immer diese Ladescreams. Januar 1791. Das war mein Handy. Moment mal, wo sind wir denn? Sind noch mal hier. Gehen wir mal diese komischen Münzen da einsammeln. Erstmal die Münze einsammeln. Gucken, wo die ist. München? Wo bist du? Oder Kaltoken oder wie die heißen. Tick mal ganz oben. Kann das hinkommen? Ja, das kommt sogar hin. Was müssen wir denn hier machen? Komm ich hier rein? Rede nicht mit mir französisch, Vibe. Mensch, Mensch, Mensch. Das geht doch mal nicht hier, ey. Kopfhoch. Es ist nicht der schlechteste Posten. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war. Fürchtest du dich vor meiner nett gemeinten Intervention? Nervensäge. Du wirst mich nicht ärgern, Kleine, du Hund. Nerv. Halt vor, war ich vorbereitet. Aber ihr ärgert mich ja. Oh, die schießen! Werner, die schießen! Das lief ja besser als gedacht. Scheiße. Scheiße. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich machen soll. Untersuche das und das. Kann er denn aber stehen? Töte den. Oh mein Gott. Nee. Lehrling. Hui, Kopf hoch. Es ist nicht der schlechteste Posten. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war's. Behalt immer eine Hand an deinem Geldbeutel und alles wird gut. Na super. Moment mal, da hinten ist doch was. Da bist du. Roa de Thunens Natürlich. Du Scheiße! Oh, das würde ich lassen. Seht! Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thun sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter.
und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Der war in der Batiste, kann das sein? Die Nächte werden wieder kalt. Das beunruhigt dich nicht. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche? Die dies eine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen und du schläfst warm wie eine Katze vorm Kamin. Na, guck mal, das ist immer noch besser. Im Eilschritt, Leute! Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Und zwar eher als ihr denkt, glaubt mir. Da ist er doch, da ist er. Wo komm ich denn jetzt da? Mann, für mich? Nee. Der ist doch tot. So, das müssen wir schaffen. Gehen wir nachher was trinken? Tschüss. Habt ihr ein schnelles Ende, wenn du lieb fragst? Sofort stehen bleiben! Das Gebiet wird immer größer. Wie, das Ziel ist gestorben. Von was denn? Von Luft oder was? Das ist doch Wahnsinn. Schicke mich in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. In die Halle. Die Nächte werden wieder kalt. Das beunruhigt dich nicht. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen und du schläfst warm wie eine Katze vor dem Kamin. Im Eilschritt, Leute! Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Renn, mein Freund. Hast du keine Angst? Wer bist du? Keinen Schritt weiter. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an.
Oh, hier hängt das Schweinchen. Und die knutschen da wieder rum. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Und Schlagwert kommt, Sittenstrolch. Und zwar eher als ihr denkt, glaubt mir. Der Mann ist einfach umgekippt. Kopfschuss, Bitch. Scheiße, ich verliere ihn jetzt. Mann. Ach, da bist du ja. Was sind die? Nachher was trinken? Oh Gott, was ist das denn? Machst du die Fliege? Warum? Was hast du vor, Spinner? Okay, das könnte noch länger dauern. Von denen und du schläfst warm wie eine Katze vorm Kamin. Im Eilschritt, Leute! Seine Hoheit ist Petron von Trödelei! So muss das laufen. Ja, geht doch weiter. Geh doch weiter. Er hat sich am Arsch gefragt. Zurück mit dir. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Was? Gut, ich würde mal sagen, das war Part Nummer 14, weniger erfolgreich, aber gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.